So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, TOTK, Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir endlich das Segel bekommen und sind jetzt bereit, den Kartografierturm zu nutzen. Haben uns sonst ein bisschen hier umgeguckt, ein paar Crocs gesammelt, dies, das. Und ja, es geht hier weiter. Wer mich nicht kennt, alles zum Let's Play steht in der Beschreibung. Es ist relativ blind, also eigentlich sehr blind. Und es wird nicht viel geschnitten. Ihr erlebt das Spiel so, wie ich es spiele. So. Ich werde alles vom Vorspiel aus observieren. Genau. Jetzt können wir hier scheinbar irgendwie abheben und scheinbar mit dem Segel dann die Karte erkunden? Fragezeichen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Vielleicht haben die ja so eine Art Minispiel draus gemacht, um immer die Karten aufzudecken. Das wäre eigentlich ganz cool. Sobald der Abschlusstest abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die Suchaktion nach Prinzessin Zelda. Zuerst müssen wir die vom Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Also komm dann bitte noch einmal her, ja? Okay. Jetzt kann ich also hier irgendwas tun. Okay. Ah, ich habe jetzt so ein Seil. Okay, das ist aber sogar ziemlich cool gemacht, weil das erklärt im Grunde ja dann wirklich viel besser, wie man die Karte erkundet. Aber scheinbar, okay, man macht es. Es ist schon nur eine Sequenz, man macht es nicht selber, aber ich finde es ganz cool erklärt, dass man so die Karte praktisch erkundet hat. Doch, das gefällt mir. Ist ganz witzig. Okay. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Ja, und da bin ich wieder. Das ist tatsächlich ganz cool gemacht. Ja, doch, doch, gefällt mir. Fühle ich sehr. Fühle ich sehr. Okay. Einmal gerade testen. Ist natürlich wieder mit der Ausdauer, ne? Also das bleibt so. Der Sturz funktioniert nach wie vor. Ich will mal da oben drauf landen. Okay, aber da ist nichts oben drauf. Huch. Ich wollte eigentlich nicht da rein, aber es ist okay. Sehr cool. Das bedeutet aber auch, man kann sich jetzt in jedem dieser Türme dann nach oben schießen lassen, oder wie? Ah, ja. Dann startet man. Ah, okay. So kommt man dann ja vielleicht teilweise sogar zu diesen Himmelsinseln Stück für Stück. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Sehr interessant gemacht. Sehr interessant gemacht. Okay. Gut. Cool. Dann jetzt geht es noch zu Pura. Die hat ja gesagt, die will noch mit mir Missionen besprechen und so. Und dann haben wir wahrscheinlich die einzelnen Missionen, wo wir hin sollen. Mit Sicherheit ist ein was im Gebiet der Zoras, ein was im Gebiet der Gerudo. So, das wird das Übliche sein. Willkommen zurück auf festem Boden. Das war ein hübscher Fluglink. Und? Konntest du die Karteneinstellung erfolgreich durchführen? Erstellung. Das freut mich, denn für unsere Nach. Ich kann nicht schnell lesen. Das freut mich, denn für unsere weiteren Nachforschungen wird die Karte unerlässlich sein. Kartografietürme findest du übrigens überall auf der Welt, also nutze sie, wann immer du kannst. So, jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Der Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier seine Spuren hinterlassen.
Überall in Hyrule wird von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mal kurz deine Karte zeigen? Yes. Natürlich, Orni. Gerudo. Also, ja, Geronen oben, Gerudo unten. Na klar, natürlich sind es die vier. Wo auch sonst? Wo auch sonst? Mensch, das wäre ja mal was ganz anderes gewesen. Aber ich habe das Gefühl, das Erforschen dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Prinzessin Zelda bringen. Ah, übrigens, Direktorin Pura. Es geht ein Gerücht um, im Dorf der Urni liegt, hätte jemand Zelda gesehen. Okay, das Spiel will mich so ein bisschen als Erste zu den Urni lenken, aber wahrscheinlich kann man selber entscheiden, wo man hingeht. Ein Gerücht, sagst du? Eigentlich widerstrebt es meinem wissenschaftlich geschulten Geist, mich von bloßem Gerede beeinflussen zu lassen. Aber in der jetzigen Situation könnten selbst Gerüchte wie dieses den entscheidenden Hinweis liefern. Ach ja, Link. Ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitung um Hilfe bei der Suche nach Prinzessin Zelda gebeten. Niemand hat den Finger mehr am Puls von Hyrule als sie. Die Redaktion befindet sich direkt beim Dorf der Orni. Okay, Chefredakteurin. Okay. Jo. Dörfern, Reisen umhören, Hinweise zum Verbleib von Prinzessin Zelda. Ja. Alles klar. Yes. Und ja, du willst mir bestimmt was zu den Abgründen erzählen. Tut mir leid. Ich muss unverzüglich etwas mit Onkel Robby diskutieren. Es geht um unsere Erforschung der Abgründe, sag ich doch. Ja, ich gehe mal gerade mit. Hey du, dein Purapad ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sache mit Joshas Erforschung erledigt ist, gehe ich gleich zurück ins Institut. Komm schon, Onkel Robby, hörst du mir überhaupt zu? Oh, natürlich. Worum ging es noch gleich? Ich habe gesagt, dass ich den Untergrund erforschen will. Wenn du mir nicht zuhörst, gehe ich einfach los und hüpfe selbst in einen Abgrund. Ah, das wäre keine gute Idee, davon rate ich ausdrücklich ab. Der Untergrund ist eine ausgedehnte und bisher völlig unerforschte Sphäre unterhalb der Abgründe. Auch mich interessiert es brennend, was dort unten sein mag, ein überaus faszinierendes Forschungsobjekt. Der Untergrund ist aber auch ein überaus gefährlicher Ort. Dort kann ich unser Wunderkind doch unmöglich hingehen lassen. Wenn purer Schützling etwas zustößt, wäre das mein Ende. Andererseits könnten wir mehr über den Untergrund erfahren, wenn wir die Sache mit dem rätselhaften Bild ergründen. Oh, hallo Herr Ritter, tut mir leid, ich war gerade ins Gespräch vertieft. Ich weiß, wer du bist. Ja! Also das rätselhafte Bild. Neben verschiedenen anderen Objekten hat die Forschungsgruppe dies hier aus dem Untergrund mitgebracht. Ich meine das Bild auf diesem Fragment. Die abgebildete Figur steht auf zwei Beinen und hebt einen Arm. Denkst du nicht auch, dass sie wie eine Person aussieht? Wenn hier wirklich eine Person abgebildet ist, könnte dies ein Beweis sein. Ein Beleg, dass der Untergrund einst besiedelt war. Darum wollte ich mich in den Untergrund vorwagen, um zu untersuchen, ob es dort noch ähnliche Abbildungen gibt. Ich wollte mich unbedingt persönlich vergewissern. Aber jetzt sagt Onkel Robby, dass es zu gefährlich wäre und lässt mich nicht in den Abgrund hinabsteigen. Ach, Joscha. Weißt du was, wieso überlässt du die Untersuchung, was es mit dem rätselhaften Bild auf sich hat, nicht einfach mir? Und Link. Du kannst dein Purapad verwenden, um etwas zu finden, das wie dieses Bild aussieht. Fotomodul, ja, gib. Natürlich kenne ich es, aber Link kennt's nicht. Link so einfach alles vergessen, was bisher passiert ist. Ja, gib jetzt. Ja, gib. Gib. Wir sollten durch den Abgrund im Süden des Spähpostens hinabsteigen. Ich will einfach nur das Fotomodul. Ey, Onkel Robby, warte mal. Tja, weg ist er. Ich weiß, wie du da reingeraten bist, Herr Ritter. Tut mir leid. Wenn es um mich geht, handelt Onkel Robby manchmal ziemlich unbedacht. Nimm wenigstens das hier mit. Ja.
Und das noch. Die Abgründe sind so tief, dass kein Licht dort nach unten dringt. Es ist also stockfinster. Ja, Leuchtsamen kenne ich alle schon. Okay. Also gehen wir jetzt erstmal dahin, ja? Ich will das Fotomodul haben. Ich meine, ich bin sicher, das ist dann das vorletzte Ding hier. Das Fotomodul wird hier auch noch auftauchen. Und das letzte, was hier noch auftaucht, weiß ich nicht. Aber man kriegt ja normalerweise in Zelda, also so war es in BOTW ja auch, man kriegt ja erstmal alles, was man braucht, wenn man der Story folgt. Also gehen wir jetzt erstmal zu dem Abgrund. Ist es überhaupt richtig, was ich gerade tue? Ja, das ist Süden. Ah, hierhin muss ich gehen. Ah, da werden mir 3 Millionen Monster auf dem Weg hierher begegnen. Ich gehe einfach gerade durch, okay? Ich gehe einfach komplett gerade durch. Was ist hier? Ah, eine Fackel, okay, haben wir schon. Hier was? Ich glaube, ich werde immer nur Leute ansprechen, die ein Ausrufezeichen haben. Sonst quatsche ich ja ununterbrochen mit Menschen. Okay, da ist nichts. Ah, man sieht schon, da drüben ist das Miasma. Okay. Sehr interessant. Moment, kann ich... Ich muss auch mal meine Dings machen. Hier meine... Meine Dinger verbessern. Mit irgendwelchen Sachen. Aber das sind nur Bretter. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ach so, warte mal. Ich kann doch auch Synthese mit Dings machen. Mit, genau. Mit solchen Sachen. Steht da... Aber da steht jetzt nicht dabei, was die Synthese... Also, hier wird jetzt nicht angezeigt, wie viel die Synthese bewirkt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wenn ich das sortiere... Halt. Ah, Synthese nach Angriffsstärke. Gucke mal. Aber das sagt mir jetzt trotzdem nicht... Mein gut, ich weiß jetzt, dass dann hier die... Bernstein war besonders stark, ne? Ist dann Bernstein weiter vorne? Ja, okay, also es geht... Vorne ist das Stärkste sozusagen. Dann setzen wir jetzt mal einen Bernstein an die Waffe ran. Interessiert mich jetzt, wie das aussieht. Auf den Boden. Und dann kann ich das jetzt verknüpfen. Bam! Jetzt haben wir hier ein richtig starkes Schwert. Nice. Und dann machen wir das hier auch nochmal. Das wird mit der Zeit auch schneller gehen. Ich bin überzeugt, das wird mit der Zeit auch schneller gehen. So, auf den Boden. Und verknüpfen. Nice. Okay. Sehr interessant. Schwert mit Holzkelle. Ach, du kannst es dir nicht aus. Oh, ich habe gar keine Axt mehr. Ja, okay, ist egal. Oh, da kann ich kein Schild dingsen. Warte, nein. Ich will... Ja, komm, das hier nehmen wir mal jetzt gerade als Kampfding her. So. Aber bisher ist der Weg friedlich, das ist gut. Dann komme ich schneller voran. Wow. Herzlich willkommen bei Sagels Rollender Speisekammer. Ah, hier kann ich Essen kaufen. Okay. Was hast du denn? Milch, Ziegenbutter, Eisport, Karotte, Hyrule-Tomate. Okay, ich kann mir eh nichts leisten, aber... Ja.
Die Händler, die unterwegs sind, gibt es natürlich auch wieder. Gut. Ah, wir kommen direkt einfach dorthin, wo wir wollen. Sehr schön. Dann würde ich aber einmal, gerade bevor wir hier reingehen, dass wir mal zur Abwechslung ein bisschen was anderes machen, einen Schrein erledigen. Der ist nämlich gleich hier in der Mitte. Abgrund der Ebene von Hyrule. Wahrscheinlich hat jeder Ort so einen speziellen Abgrund, wo man rein kann. Aber ich mache kurz den Schrein hier, wie gesagt. Dass wir immer mal so auch ein paar Schreine machen. Und außerdem sind es ja Teleportpunkte für uns. So, let's go. Let's go. Das ist jetzt ja der erste Schrein abseits von den Himmelsinseln. Also der erste optionale Schrein, könnte man sagen. Gucken wir mal. Formenrätsel. Das heißt, hier weiß ich überhaupt nicht, was ich tun muss, was mich erwartet. Aber okay, das sieht jetzt schon so aus, als ob ich da die Hand dann brauche. Die dann irgendwie was da durchhebt oder so. Ach, du grüne Neune, ich verstehe jetzt schon. Ja. Okay, das muss ich, also gut, das muss ich von der Seite aus sozusagen mir schnappen. Und dann so drehen. Nein, mein Gott, ich... Dass es hier durchpasst. Okay, das ging einfacher als gedacht. Ja, das hat ja gesessen. Hier irgendwas. Sieht nicht danach aus. Da unten ist auch nichts. Ich kann es auch nicht mehr hier mitnehmen. Okay. Oh, dann war das der erste Teil. Da ist eine Truhe. Da ist die nächste Form. Da ist auch eine Form. Dann fangen wir damit doch an. Nein, ich drücke immer die falschen Tasten. Okay, es ist schon ziemlich witzig, muss ich zugeben. Hallo? Ich habe ihn doch eigentlich schon durch. Ah. Hallo? Okay, wir drehen es nochmal anders. Ich kann es nicht mehr anders drehen. Okay, ich gehe nochmal ein bisschen rüber. Ah, irgendwie ist es stuck. Okay, es ist irgendwie richtig stuck gerade. Ja, okay, okay, okay. So, huch. Das hat sich aber komplett gedreht. Ich wollte... Ich will es nur immer so ein bisschen drehen, nicht so richtig viel. Ja, wenn ich es jetzt noch rüberdrehen könnte, also... Ja, so im Prinzip, und jetzt müsste es halt noch auf dem Dings stehen können. Aber halt nicht so schräg, sondern... Ich will es nur so ein bisschen... Ich weiß genau, wie ich es drehen will, aber ich weiß nicht, was ich drücken muss, um es so zu drehen. Weil ich kann es nur so komisch immer drehen. Ja. Das geht in die Richtung.
Jetzt! Oh mein Gott, das hat viel zu lange gedauert. So. Link, du kannst alles hochklettern. Warum nicht diese Blöcke? Dann ebenso. So. Was haben wir hier? Jawohl. Nehmen wir mit. Waren das alle Truhen? Yes. Und jetzt muss ich den noch dadurch bekommen. Und dann da hinsetzen. Ja, okay. Oi, oi, oi. Das soll da durchpassen? Ja, doch, ja, doch, ich sehe, wie es durchpassen könnte. Glaube ich. Ne, der untere zuerst. So. Ja. Und dann drehen wir das noch rum. Moment. Genau. Und jetzt muss der untere wieder zuerst. Ja, nee, jetzt ist es wieder schräg. Nee, so nicht. Ich hatte es doch gerade besser. Aber das sieht irgendwie zu groß aus. So geht's auf keinen Fall. Es muss schon gedreht sein. So ist im Prinzip... Also so halt ist es ja fast okay. Jetzt müsste es halt noch so ein bisschen... Also weil so steckt's ja erstmal. Ja, jetzt ist es wieder... Aber warte, das kann ich doch dann von da aus auch steuern. Da muss ich doch nicht auf die andere Seite. Das kann ich doch von hier aus da durchdrücken. Ach, ich kann nicht so hoch, schade. Also, ich meine, ich kann doch von hier aus auch. Dann muss ich doch gar nicht so rumstressen. So. Jetzt ist es doch einmal schon mal durch. Genau. Und wenn ich es jetzt hier ein bisschen rüberziehe. So. Jetzt muss ich doch nur das hochheben und oben auch durchschieben. Ah, so geht's viel einfacher. Okay. Gut. Das muss man auch. Alter. Alter, das Drehen wird mich noch richtig. Mit dem Drehen werde ich mich, glaube ich, noch öfter aufregen. So, jetzt muss der... Wie muss der jetzt? So komme ich da ja nicht hoch, ne? Das wird nicht reichen. Nee. So, so sieht es doch ganz vernünftig aus. Ach, komm. Jawohl. Okay, ab in den Abgrund.
Kennen wir schon. Let's go. Sehr schön. Und Schreine machen ist ja auch super wichtig für Herzen und Ausdauer, ne? So, das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Oha. Einfach mein Lieblingswetter in Zelda. Und da, wo es leuchtet, sind dann die anderen Türme, ja? Okay. Ach nee. Was habe ich das vermisst, ey? Gewitter, was habe ich Gewitter so richtig vermisst, Mensch? Okay, so, was ist mit dir los? Lieber reißt du deinem Körper den Gefangen, halte ich von dieser seltsamen Substanz fest. Ja, dann mach halt dein Zelt da nicht hin. Ja, dann geh halt nicht mit dem. Also. Ja, dann geh halt mit deinem Zelt da nicht direkt davor. So. Ach, ich dachte, der Dings ist hier. Ist Robelo da schon runter oder was? Uah. Ja, du kannst doch nicht plötzlich Leute ansprechen, die das Loch schauen. Einer meiner Kollegen von der Sona-Forschungsgruppe ist gerade in diesen Abgrund. Stell dir doch mal vor, ich würde in das Loch stürzen und direkt auf meinen Kollegen fallen. Sprich mich das nächste Mal nicht so plötzlich an. Ich arbeite den ganzen Tag hart an den Forschungen, auch wenn ich komplett durchnässt bin. Das gehe ich jetzt einfach hinterher. Okay. Ich weiß halt noch nicht, wie ich da wieder hochkomme. Aber dann gehen wir da mal runter. Untergrund. Du grüne Neune. Also atmosphärisch haben sie hier schon wieder interessante Dinge getan. Wo ist jetzt Robelo? Ich will mein Fotomodul. Ja, das frage ich mich auch. Danke. Bist du Link? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Alun und ich bin ein Mitglied der Sona-Forschungsgruppe. Robelo hat mich gebeten, dich zu ihm zu führen. Aber er hat mich so zur Eile angetrieben, dass mir die Leuchtsamen ausgegangen sind. Zu allem Überfluss habe ich ihn auch noch aus den Augen verloren. Gute Forschungsgruppe. Ja, okay, er ist in die Richtung des Lichts gegangen. Das dachte ich mir schon. Okay. Ja, alles klar. Ich habe Leuchtsamen dabei. Ja. Kenne ich. Ja, kenne ich. Kenne ich. Ja, kenne ich. Kenne ich. Ja, habe ich. Und damit kommt man wieder nach oben, oder was? Okay. Wahrscheinlich. So, wir gucken aber erstmal in die andere Richtung. Wie sich das so gehört, wenn man nicht das macht, was man soll. Aber ich gehe davon aus. Irrknospe. Der intensive Duft dieser Blume kann so starke Verwirrung hervorrufen, dass du vorübergehend nicht in der Lage bist, Feinde von Verbündeten zu unterscheiden. Wie weit kann ich hier gehen? Weil das sieht sehr gefährlich aus. Ich schätze daher, dass ich nicht sehr weit gehen kann. So, wo sind die Dinger? Sortieren. Oh, doch, hier ist noch Weg. Siehst du, hätte ich gar nicht gesehen. Hier ist sogar noch richtig viel Weg.
ich da drüber? Okay. Mehr Irrknospen. So, aber hier ist jetzt wirklich Schluss, oder? Ah, ne, hier geht's in die Richtung, geht's auch noch weiter. Doch, in die Richtung geht's auch noch weiter. Ach, du grüne Neune. Okay, das war knapp. Aber man kann es kurz berühren. Okay, auch gut zu wissen. Kurz kann man es berühren. Qualmerling. Dieser Pilz sondert bei einem bestimmten Reiz eine dichte Wolke winzig kleiner Sporen ab. Aufgrund seiner Bitterkeit ist er ungenießbar. Was ist, wenn Stein auf Miasma trifft? Warte. Ich will testen, ob das irgendwie so säureartig ist. Für die Wissenschaft. Oh. Für die Wissenschaft. Der ist einfach weg. Der ist einfach weg. Der ist einfach weg, der Stein. Okay, interessant. Hier geht's erstmal nicht weiter. Was ist hier? Irgendwelche Leuchtdinger. Irrlichter. Oh, die sind wichtig, okay. Eine im Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel. Sie scheint zu pulsieren und fühlt sich nicht heiß an. Vielleicht findet sich ein Nutzen für sie. Mit Sicherheit. Vielleicht je mehr man hat, umso heller wird es hier unten. Um einen rum oder so. Hätte uns wahrscheinlich Robelo erklärt, wenn wir zu ihm als erstes gegangen wären. Aber ich muss ja wieder meinen eigenen Weg gehen. Donnerblume. Ja, vielleicht gehen wir doch erstmal den Robelo-Weg. Vielleicht wäre das schlauer. Ja, komm, wir gehen erstmal den Robelo-Weg. Aber nochmal ein Wurf für die Wissenschaft-Wurf. Okay. So. Und hopp. Ach nee, dann ist der einfach nur irgendwie versunken oder so. Gut. Wie auch immer. Wir gehen zurück. Hier war das. Oh, jetzt kommt der gefährliche Sprung wieder. Ah, sehr gut. Das lief besser als vorhin. Aber das nicht. Okay, nichts passiert. Alles noch gut. Alles noch gut. So, wir sind wieder am Ausgangspunkt. Und gehen erstmal Richtung Robelo. Hätte ich gleich machen sollen. Hier kann ich auch hoch. Was ist da? Nix. Nee, sieht nicht so aus. Okay. So, was ist hier? Das sind keine Irrlichter. Düsterwürmchen.
mehrflügeliges Insekt, das im Untergrund lebt. Es produziert ein leuchtendes Sekret, aus dem eine Medizin hergestellt werden kann, die den Körper leuchten lässt. Oh, ich verstehe. Ah, das habe ich befürchtet. Okay, egal. Wir haben zwei Stück. Okay, da geht's nicht weiter. Gut, dann gehen wir erstmal Robelo hinterher. Hinisoid-Wurzel, inneres Hyrule-Untergrund. Untersuchen? What? Oh, ich kann so bestimmte Objekte. Oh, ich kann so die Gegend erhellen. Ach, krass. Und so komme ich wieder zurück und hierhin. Und jetzt haben wir Untergrund. Oh, ich verstehe. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkle und erleuchtet deine Umgebung. Ich verstehe. Okay. Jetzt ist es schon deutlich heller geworden. Okay. Sehr interessant. So, hier war Rubelo. Hey du! Bis hierher dringt nicht das kleinste bisschen Licht. Sogar mit meiner Brille kann ich hier kaum was sehen. Ich hätte Leuchtsammeln mitbringen sollen. Mich würde ja auch interessieren, was das für glänzende Wurzeln sind. Gefährlich scheinen sie mir nicht zu sein. Okay. Ah, das ist. Das. Von der Farbe hätte es auch so ein Schrein sein können. Ja, richtig. Vielleicht ist es genau unter dem Schrein immer. Das wären dann die gleichen Teleportpunkte, sozusagen oben und auch unten. Das wäre eigentlich auch ganz interessant, ja. Das könnte wirklich unter dem Schrein sein. Warte, das überprüfen wir. So. Karte. Ja, das ist genau unter dem Schrein. Ich verstehe. Okay. Cool. Das heißt, wenn man einen Schrein hat, ist genau darunter dann im Untergrund auch ein Teleportpunkt. Okay. So, ich sollte zu den Feuern da gehen, ne? Ich soll erstmal die unterschiedlichen Feuer untersuchen. Aber heißt das, im Untergrund ist nochmal so viel Fläche wie Hyrule selbst oder gibt es hier dann so Grenzen? Oh, scheiße. Ich will die schon einsammeln. Die sind ja so crazy drauf wie Feen. Bestimmt brauche ich die Dinger. Okay, cool. Dieser Ort trifft er erstmal ohne Leuchtfahne. Leuchtende Wurzel westlich. Okay. Also er ist bis darüber gelaufen. Alles klar. Dann ist das wahrscheinlich.
Wenn es jetzt hierhin längs geht, ist da wahrscheinlich auch ein Schrein irgendwo in der Nähe. Aber immerhin gibt es hier unten keine Gegner. Dafür jede Menge Donnerblumen. Naja, Donnerblume bedeutet Bombenpfeil, also da sage ich nicht nein, ne? Okay, da kann ich einfach außen rum. Easy. Will ich da hoch? Nee, okay. Oh. So viel zu keine Gegner. Nimmst du Schaden durch Miasma? Oha. Der hat mir gerade einen Miasma-Pfeil ins Gesicht geschmissen. Wie kann ich nochmal meinen Bogen? Ja, so. Okay, so. Genau so muss das laufen. Moblinhorn. 6 Synthese Angriffsstärke, nice. Oh, also wenn die mich angreifen, wird's echt bitter. Wenn die mich angreifen, wird's echt bitter, weil die mir meine Herzen klauen. Und wahrscheinlich kriege ich die genau dann wieder, wenn ich unter so einer Wurzel stehe. Bockbogen. Brauche ich nicht. Okay, wir müssen mal wieder Licht machen. So. Und jetzt irgendwas mit Stein abbauen. Ja, hier, sehr gut. Schön viel Sonanium, jawohl. Da war so. Oh, da war richtig viel Sonanium. Oha! Aktuell brauche ich es zwar nicht, aber ich werde es noch brauchen. Von daher freue ich mich jetzt erstmal. Auch wenn ich es noch nicht brauche. Oh, der brennt. Wieso hat der gebrannt? Okay. Das waren scheinbar alle. Gut. Wir gehen weiter Richtung Wurzel. Da drüben ist sie. Ja, die habe ich jetzt vertrieben, aber ich muss ja Licht machen. Und ich kriege ja trotzdem genug zusammen. Okay. Oh, da sind neue Dinger. Ich schätze, ich muss aber da lang, weil da ist wahrscheinlich alles. Nein, ich kann hier auch lang. Oha, was fliegt denn da für ein Viech? Oh, da geht's auch lang. Ich
Ich würde die gerne jetzt erstmal meiden. Und den Weg zur Wurzel gehen. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, die interessieren sich nicht für mich. Sehr schön. Sind sich immer noch nicht für mich. Wunderbar. So muss das. Ja, und dann sind wir bei der Wurzel. Prima. Okay, Sicherheitswurf. Nicht, dass da nochmal irgendwas im Weg ist. Nein, sehr schön. Ja, easy. Kriege ich jetzt meine Herzen zurück? Ach, dann ist oben wahrscheinlich der Jajusus-Schrein und hier ist die Jajusus-Wurzel. So wird die Kombination sein. Ah, und das öffnet aber auch die Karte gleichzeitig. Ich verstehe. Okay, das ist schon cool. Das gibt mir meine Herzen zurück. Ich will mit euch jetzt nichts zu tun haben aktuell. Ja gut, ne? Ist aber richtig stark am Leuchten. So, wo muss ich hin? Wo ist der Typ? Es hieß, der ist hier zu der Wurzel, aber jetzt habe ich keinen Hinweis mehr, wo er hin sein könnte. Irgendwie ein neues Buch von ihm finden, wahrscheinlich. Ich gehe mal einmal vorsichtig hier rum. Was ist das? Was ist das? Das ist doch irgendwas Spezielles hier. Oha! Hier unten sind die Dinger... nicht kaputt. Gut, das Ding ist eh fast kaputt. Interesting. Gleich verstärken. Ah, komm, nehmen wir Bernstein, warum nicht? Und zack. Nice. So, aber wo muss ich jetzt hin?
Das ist ja noch die Frage. Ich habe irgendwie noch nicht den Weiterweg gefunden. Zwar hochklettern. Aber die letzten Male war... Ach, hier ist ein Feuer. Da ist wahrscheinlich das Buch, was ich brauche. Ja, oder auch einfach komplett Rubelo. Ich bin einfach wieder blind. Okay. Hä? Ich war hier. Und dann bin ich... Hier doch... Bin ich nicht hier vor... Ich hab doch hier hochgeguckt. Ich bin doch hier vorbeigelaufen. Ich brauche eine Pause. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.